Einen wunderschönen Freitagabend wünsche ich. Hier sind wieder die Berichte aus aller Welt. Die Honigmann-Nachrichten vom 27. November 2015 mit der Nummer 734. Spitzbergen. Heute ist Spitzbergen eine karge, frostige Insel, auf der 6 Monate im Jahr Dunkelheit und Kälte herrschen. Doch vor knapp 400 Millionen Jahren, im Zeitalter des späten Devon, sah dies anders aus. Spitzbergen lag damals am Äquator und hatte daher ein warmes, tropisch-schwüles Klima. Wie die Pflanzenwelt der Insel damals aussah, zeigten nun Fossilfunde, die Christopher Berry von der Cardiff University und John Marshall von der University of Southampton an der Westküste Spitzbergens gemacht haben. Sie entdeckten zahlreiche versteinerte Baumstümpfe, die dicht an dicht standen und einst Teil eines ausgedehnten Waldes waren. Welt. Ein wesentlicher Teil des Erfolgs der zionistischen Weltagenda sind NGOs, sogenannte Nichtregierungsorganisationen, welche der vorbestrafte Spekulant und Multimilliardär Soros buchstäblich zu Hunderten aus dem Boden stampfen lässt. Soros hat die ganze Welt mit einem Spinnennetz von Gruppierungen überzogen, die weltweit unterm Deckmantel von Humanität, Zusammenarbeit, Good Government, Freiheit und Nächstenliebe ihr Unwesen treiben. Ihr wahrer Auftrag? Aushöhlung der Souveränität der Nationalstaaten, Klimalüge verbreiten, Agenda 21 voranbringen, Farbenrevolutionen durchführen, dabei missliebige Regierungen zu Fall bringen und vieles mehr. Auch Amnesty International bezieht Gelder von Soros bzw. seinem Open Society Institute. Schon klar, das wissen wir. Weltfinanzsystem. Wenn von Rettung des Euro oder des Finanzsystems die Rede ist, fragt selten jemand, wer oder was genau damit gemeint ist. Stillschweigend nehmen Leitmedienleser und Nachrichtenschauer an, dass es irgendwie um uns alle geht. Deshalb ist es ja auch selbstverständlich, dass man hier und da ein kleines Opfer bringt. Kaufkraftverlust hier, Einkommensschwund da, Abgabenzuwachs dort und eben kein Zins mehr bei der Geldanlage. Immerhin profitieren wir ja alle insofern, dass unser Lebensstil noch ein Weilchen weiter funktioniert. Oder profitieren etwa doch wieder nur einige wenige? Mit Sicherheit. Kaum schaut doch mal jemand von den Ruderern genauer hin, entdeckt er flugs ein paar von diesen besonders schlauen Füchsen. VSA. Am 23. November hat das Zensusbüro in den VSA aktualisierte Zahlen im Armutsbericht für 2014 herausgegeben. Demnach haben von den rund 73.623.000 Kindern im Alter unter 18 Jahren in den VSA im vergangenen Jahr ganze 15.931.000 Food Stamps bezogen, vom Staat herausgegebene Lebensmittelmarken. Weder nominal noch prozentual hat sich der Anteil von 21,6% im vergangenen Jahr damit zu 2013 mit 21,7% nennenswert verändert. Tja, das muss erst hier passieren, dass Lebensmittelmarken ausgeteilt werden. Da bin ich mal gespannt, was die Gutmenschen dann sagen. Das muss dann auch so sein. Ja, wahrscheinlich. Washington, VSA. In der Nachkriegszeit führte die VS-Army systematisch geheime Experimente an der eigenen Bevölkerung durch. Die Geschichte dieser biologischen Tests ist bis heute weitgehend unbekannt. Am 9. März 1977 schrieb George Wilson in der Washington Post, dass die VS-Army 239 geheime Experimente zur biologischen Kriegsführung an der eigenen Bevölkerung durchgeführt hatte. Zweck war, Erkenntnisse in der Anwendung von biologischen Kampfstoffen sowie in der Verteidigung dagegen zu gewinnen. Die Gesundheit der Bevölkerung wurde weder in den Planungen berücksichtigt, noch in den Dokumenten der VS-Army erwähnt. Bitte selber weiterlesen unter Nummer 5. Washington, Syrien, Russland. Am 24. November hatte der offizielle Vertreter des VS-Außenministeriums Toner erklärt, dass man in seiner Behörde nicht ausschließt, dass die Beschießung des katapultierten russischen Piloten in der Luft durch syrische turkmenische Kämpfer Verteidigungscharakter trug.
Wenn die turkmenischen Kräfte durch einen russischen Luftangriff angegriffen wurden, so haben sie das Recht, sich zu verteidigen, so Turner. Ja, ja, alle haben das Recht. Nur eben einer immer nicht. Venezuela, VSA, Europa. Am 6. Dezember wählt Venezuela ein neues Parlament. Die rechte Opposition wird hierbei stark von den VSA und deutschen Parteistiftungen unterstützt, schon klar, um so einen Regime-Change herbeizuführen. Wenn es darum geht, mit zweierlei Maß zu messen und doppelzüngig zu agieren, sind die VSA und deren politischen Vasallen geradezu Weltmeister, was man gerade auch in der Türkei ganz besonders wieder sieht. Uruguay. Seit 2010 läuft eine Klage vom Zigarettengiganten Philip Morris gegen Uruguay vor dem Internationalen Schiedsgericht, dem ICSID, bei der Weltbank. Die Klagesumme beträgt 25 Millionen US-Dollar. Merkwürdigerweise wird Uruguay nicht von der weltweiten Philip Morris-Zentrale in den VSA verklagt, sondern von einer schweizerischen Tochtergesellschaft. Somit kann sich diese Gesellschaft auf ein Investitionsschutzabkommen zwischen der Schweiz und Uruguay berufen. Verbrecher allesamt. Ramallah. Der palästinensische Gefangenenclub machte am Weltkindertag am 20. November öffentlich, dass die israelischen Besatzungsbehörden in etwa 400 palästinensische Kinder im Alter zwischen 11 und 17 Jahren in ihren Gefängnissen halten. Wenn der Irrsinn hier nicht bald aufhört, dann weiß ich es auch nicht mehr. Türkei, Russland. Die nette Geschichte, dass es sich um sogenannte Freiheitskämpfer der nordsyrischen Minderheit, sogenannte Turkmenen, handelt, hört sich zwar nett an, ist aber grundlegend erlogen. Der Terrorist, der den russischen Piloten ermordet hat, heißt Alparslan Çelik und ist ein gebürtiger Türke, der für die faschistisch-nationalistische türkische Organisation Bozkurt arbeitet und tötet. Also jeder Mensch, der töten kann, ist für mich kein Mensch. Einfach. Türkei, Russland. Hat die Türkei gerade einen Stellvertreterkrieg für die NATO gegen Russland begonnen? Könnte man ja vermuten. Die Türkei wusste sehr gut, dass die russische Su-24 innerhalb Syriens Grenzen war und keine Gefahr für die Türkei darstellte. Es kann sein, dass die Türkei die Marschorder aus Washington erhielt, keine Gnade gegenüber Russland und russischen Kampfflugzeugen walten zu lassen. Noch ist es kaum ein Jahr her, dass die Türkei bereit zu sein schien, Europa den Rücken zu kehren und stattdessen den Anschluss an die SCO zu suchen, geführt von China und Russland, wo die meisten ehemaligen Sowjetrepubliken Mitglied sind und der sich auch Indien, Iran und Pakistan anschließen wollen. China. In der autonomen uigurischen Region Xinjiang sollen einige Beamte terroristische Aktivitäten unterstützt und sogar direkt an ihnen partizipiert haben, sagte der Leiter der Regionalen Kommission für Disziplininspektion Xu gegenüber den Medien. Beijing, Polen. Chinas Staatspräsident Xi sagte am Mittwoch in Beijing im Gespräch mit seinem polnischen Amtskollegen Duda, Chinas Seidenstraßeninitiative könne sich der polnischen Entwicklungsstrategie anschließen. Beide Staaten könnten Möglichkeiten erörtern, neue Logistikrouten nach Mittel- und Osteuropa mit Polen als Drehscheibe aufzubauen. Duda erwiderte, Polen sei bereit, eine noch größere Rolle in der Seidenstraßeninitiative zu spielen und engagiere sich gerne für die Asiatische Infrastrukturinvestitionsbank. Moskau, Ankara. Der russische Präsident Putin hat die Regierung der Türkei scharf kritisiert. Die Regierung in Ankara verfolge eine Politik der Islamisierung der Türkei. Die Unterstützung radikaler Richtungen schaffe eine sehr ungünstige Atmosphäre, sagte Putin der Agentur Interfax zufolge. Dies habe nichts mit dem Islam zu tun, sagte Putin laut TASS. Russland habe eine große muslimische Bevölkerung und schätze den Islam als Religion. Doch die Linie, die Erdogan verfolgt, sei die einer radikalen Gruppe des Islam. Der Abschuss der russischen Maschine sei nur ein Vorfall, der eine Entwicklung bestätige, die er und viele andere Führer der Welt seit längerem mit Sorge beobachtete.
Er könne russischen Bürgern derzeit nicht sagen, dass sie in der Türkei sicher seien. Damit unterstrich Putin eine Reisewarnung von Außenminister Sergei Lavrov. Diese Warnungen dürften die türkische Tourismusbranche empfindlich treffen. Moskau, Syrien. Nach dem Abschluss seines Jagdbombers zieht Russland militärische Konsequenzen und hat angekündigt, hochmoderne Flugabwehrraketen vom Typ S-400 Triumph nach Syrien zu verlegen. Das System gilt als eines der effektivsten Langstreckenflugabwehrsysteme der Welt. Es besteht aus 8 Raketenstartvorrichtungen, einer Kontrollstation und einem Radar, das bis zu 300 Ziele in einer Entfernung von bis zu 400 Kilometern und einer Flughöhe von 27 Kilometern zugleich erfassen kann. Russland. Solange es Kernwaffen gibt, wird es hundertprozentig keinen Krieg geben. Das ist eine Garantie für unsere Sicherheit, denn wir verfügen über eine sehr leistungsstarke Kernkraft, die größer ist als die der Amerikaner. Und sie wird noch stärker. Ich sage dies nicht, um damit anzugeben, sondern weil ich es von Berufswegen weiß, so der Entwickler russischer strategischer Raketenkomplexe und Generalkonstrukteur des Unternehmens Moskauer Wärmetechnik-Institut Solomonow. Dank Atomwaffen könne die Welt globale bewaffnete Konflikte vermeiden. Ukraine. Seit dem Machtwechsel in Kiew 2013 hat die Zahl der Manöver in der Ukraine mit Beteiligung der NATO-Soldaten rasant zugenommen. Am Montag wurde auf dem Jaworowski-Truppenübungsplatz im äußersten Westen der Ukraine feierlich ein neues Manöver eröffnet. Bei dem Manöver, das nach Mitteilung des ukrainischen Verteidigungsministeriums bis 2017 andauern soll, werden 5 ukrainische Bataillone gemeinsam mit Soldaten aus NATO-Staaten trainieren. Die warten, glaube ich, alle auf ihren Messias, könnte man vermuten. Aber dazu sage ich später noch was, beziehungsweise schreibe ich dann. Donetsk. Ukrainische Armee und Extremisten rechter Sektor und ihre Anhänger rüsten trotz der im Minsker Abkommen beschlossenen Feuerpause wieder auf und haben erneut mit dem Beschuss begonnen. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums und Stabschef der DVR Basurin sagte, der rechte Sektor hat in Krasnogorowka am Stadtrand von Donetsk ein Bataillon stationiert und mit 10 Panzern verstärkt. Auch die ukrainische Armee bringe ihre Waffen und Ausrüstung in die laut Minsker Abkommen von schweren Waffen freie Sicherheitszone zurück. Frankreich, NATO, Türkei, IS. Die NATO hat sich offiziell hinter die Türkei gestellt. Doch hinter den Kulissen gibt es auch harsche Kritik am Vorgehen der Türkei und der bedingungslosen Unterstützung durch NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Der französische Ex-Premier Fillon hat im Interview mit dem staatlichen Radiosender France Inter ausgesagt, dass die EU Beweise hat, dass IS-Öl direkt und ohne Umwege an türkische Raffinerien geliefert wird und es direkte Absprachen zwischen dem IS und der Türkei gibt. Schon klar. Bern, Zürich. Der in der Finanzbranche als größter Hedgefonds der Welt bezeichnete Investor hält derzeit 108 Milliarden Dollar in Aktien. Man hat schon oft von ihm gehört, kennt ihn aber nicht als Hedgefonds. Unglaublich aber wahr, bei diesen Hedgefonds handelt es sich um die Schweizerische Nationalbank, eigentlich für die Geldpolitik der Schweiz zuständig, eigentlich die Hüterin des Schweizer Franken. Mich wundert hier eigentlich gar nichts mehr. Nach sowas nicht mehr. Tessin, Schweiz. Das Tessiner Kantonsparlament hat dem sogenannten Burka-Verbot klar zugestimmt. Auch für muslimisch korrekt verhüllte Touristinnen wird es keine Ausnahme geben. Der Verstoß gegen das Vermummungsverbot wird mit bis zu 10.000 Franken geahndet. Wien. Eine Anleitung zum Kampf mit dem Schwert wurde in einem Kindergarten in der österreichischen Hauptstadt verteilt. Die Pädagogen gaben den Kindern die Broschüren, um sie für den Heiligen Krieg zu erziehen, berichtete die Website unzensuriert unter Berufung auf die Tageszeitung Österreich.
Der Vorfall wurde bei der Polizei angezeigt und der Staatsanwaltschaft Wien weitergeleitet. Der Kindergartenbetreiber bestreitet das Vorkommnis, so die Website. Berlin. Zumindest ist alles gut dokumentiert. Einer Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Linken zufolge hat die europäische Polizeibehörde Europol insgesamt 1.969 ausländische Kämpfer in ihrer Datenbank Travelers gespeichert. Nach Kenntnis der Bundesregierung sind es 1.527. Dabei kann es sich um IS-Kämpfer, aber auch um gewaltbereite Aktivisten anderer Gruppierungen und Staaten handeln. Deutschland. Der Flüchtlingsstrom nach Deutschland hält offenbar unvermindert an. Laut eines Berichts Spiegel registrierten die Bundesländer zwischen 5. September und 15. Oktober 409.000 Flüchtlinge. Das Nachrichtenmagazin beruft sich dabei auf Zahlen des Bundesinnenministeriums. Sollte dies auch nur halbwegs stimmen, dann sind die 800.000 der angeblichen Flüchtlinge nur die Spitze des Eisberges, welche die BRID 2015 erstürmten. Da ist es mir regelmäßig schlecht, wenn ich sowas lese. Nürnberg, Deutschland. Im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge kritisieren Mitarbeiter massiv, dass sie zu sehr unter Zeitdruck gesetzt und Sicherheitskontrollen vernachlässigt werden, ergaben Recherchen der ARD und der Wochenzeitung Die Zeit. Demnach verzichtet die Behörde seit November letzten Jahres darauf, jeden Flüchtling aus Syrien einzeln anzuhören. Es genüge mitunter, ein Fragebogen auszufüllen. Man muss mal drüber nachdenken, wie leichtfertig damit umgegangen wird. Und wie abartig mit uns Deutschen in dieser Art und Weise umgegangen wird, wenn wir uns irgendwo draußen bewegen. Wiesbaden, Deutschland. Das Statistische Bundesamt des Statis berichtete für das dritte Quartal 2015 mit den detaillierten BIP-Daten im Rahmen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung auch die Daten zur Erwerbstätigkeitenrechnung, also das sogenannte ETR. Diese Daten zeigen immer noch die unschöne Seite des deutschen Arbeitsmarktes. Zwar stieg auch in Quartal 3 2015 die unbereinigte Zahl der Erwerbstätigen um 343.000 auf 43.246 Millionen. Aber der Blick auf die Entwicklung der Summe geleisteter Arbeitsstunden und geleisteter Arbeitsstunden je Erwerbstätigen zeigen ungebrochen die Genese. In gewichtigen Teilen Unterbeschäftigung, Teilzeit, prekäre Beschäftigung. Die gute Nachricht? Der Schlüssel zum Wandel liegt darin, all seine Energien zu fokussieren, nicht darauf, das Alte zu bekämpfen, sondern darauf, Neues zu erschaffen, von Sokrates. Die zweite gute Nachricht. Solange du dich selbst nicht liebst und dein Herz für dich und deine abgelehnten Seiten öffnest, solange wirst du Mangel erschaffen und dich auch von anderen nicht geliebt fühlen. Wenn du dich nach Liebe sehnst, ist es das kleine Kind in dir, das nicht satt geworden ist durch die Liebe anderer, die sich selbst nicht liebten. Öffne dein Herz für das liebesbedürftige Kind in dir und nähre es mit deiner Liebe, denn du hast es mehr als genug Liebe in dir. Dein Herz ist ein Generator für Liebe, mit der Allliebe verbunden. Du bist aus ihr geboren und deine erste Natur ist Liebe. In deiner Kindheit warst du abhängig und angewiesen auf die Liebe und Aufmerksamkeit, die andere dir schenkten. Heute kannst du diese Aufgabe selbst übernehmen und dir selbst all das schenken, was deine Mutter und dein Vater dir damals nur in einem begrenzten Maße und nur gegen Bedingungen geben konnten. Liebe, Wertschätzung, Anerkennung, Lob, Zeit, Geduld, Zärtlichkeit und anderes. Wenn du beginnst, dich selbst und die Gefühle in dir, es sind die Gefühle des Kindes, das du einmal warst und das lebendig in dir ist, liebend verwandelst und die Wunden der Vergangenheit auf diese Weise heilst, kann dein Herz mehr und mehr Liebe ausstrahlen in deine Umwelt. Und mit dieser Liebe kehrt die Freude zurück. Niemand anderes als du selbst hat die Macht und die Möglichkeit, dich glücklich zu machen. Wenn du dich selbst beginnst anzunehmen und zu lieben mit allem in dir und mit deiner ganzen Vergangenheit,
Insbesondere mit deinen bisher von dir abgelehnten, schwachen Seiten wirst du auch andere Menschen mehr und mehr verstehen, annehmen und lieben, und die Liebe kommt dir auch im Außen mehr und mehr durch liebende Menschen entgegen. Stimmt auffallend. So, und das war's wieder mal für heute. Ich wünsche allen ein angenehmes Wochenende. Mal schauen, was da noch so passiert. Es ist eigentlich eine originäre Ruhe irgendwo, die schon beängstigend sein könnte, ja. Schauen wir mal. Also, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und fürs Zuhören. Wie gesagt, allen ein schönes Wochenende. Verbleibe wie immer eure Biene oder eure Conny vom Honigmann. Viele liebe Grüße und Tschüsschen.